Wir brauchen ungefähr 667 Punkte in den aktuellen Clanspielen. Und damit willkommen zu einer Folge Clash of Clans. Ganz normal mit mir, dem Thorsten, ja, so ein bisschen auf den kleinen Accounts. Die wollen wir ja auch nicht ganz, ganz liegen lassen. Ich habe sie jetzt schon wieder ganz, ganz liegen lassen. Habe ich heute Morgen zumindest festgestellt. Denn mein Fortschritt hier ist abgebrochen. Also die tolle Serie, die ich hier angefangen habe, ist jetzt schon fehlgeschlagen. Ich kann sie weiterspielen oder ich kann von vorne beginnen. Von vorne beginnen macht keinen Sinn, weil ich schon einen Tag hatte. Weiterspielen macht auch keinen Sinn. 80 Gems. Ich sammle im Moment die Gems. Das heißt, wenn ich hier jetzt aufgebe, Aufgabe fehlgeschlagen, weiterspielen. Weiterspielen von vorn. Dann fange ich wieder von vorn an. 7 Tage, 21 Stunden habe ich Zeit. Und 7 Mal muss ich das Ganze hier machen. Okay, also streng genommen könnte ich das Spiel noch schaffen. Allerdings, wenn ich jetzt noch einen Tag länger warte, schaffe ich das Spiel hier oder das Serienereignis nicht mehr. Naja, okay. Schließe eine Aufgabe ab. Naja, okay. Im Moment steht, glaube ich, im Fokus eher die Clanspiele. Allerdings kann man es natürlich sehr, sehr gut verbinden, indem man hier so ein bisschen was macht. Gucken wir mal, 4000 Dunkles. Mal sehen, ob ich hier 4000 Dunkles finde. Muss wahrscheinlich 2 Angriffe machen. In der Range hier. Ich habe noch die Rocket Loans, glaube ich, drin. Und kann auch noch was forschen, sehe ich gerade. Okay, der dunkle Topf geht jetzt hoch, weil der war jetzt schon voll. Da konnte ich nichts mehr rausholen. Und das müssen wir eigentlich fertig haben. Was macht man hier als erstes? Also die habe ich jetzt auf. Da habe ich jetzt schon mal die Hogrider gemacht im Rathaus Level 9 Bereich. Ich denke mal, wenn man mit Dunklem weitermacht, nimmt man den Golem weiter. Oder halt mit Elex den Heilzauber. Ist natürlich auch was für Hogs, keine Frage. Aber ich würde sagen, wir nehmen erstmal den Golem. Der geht danach auch noch ein Level hoch. Also der geht bis auf Level 4 bei Rathaus Level 9. Wer das noch nicht gewusst hat. Weil der Golem wird ja auch wieder gespielt, muss man ganz klar so sagen. Okay, dann geben wir uns mal eben so ein paar Truppen selber. Würde ich sagen, wir haben auch genug Trophies, also Leute immer angehalten, Clan statt spielen, auch hier in den kleinen Clan, in dem ich gerade da drin bin. Ihr seht das da links oben, in welchem Clan ich mit dem Account hier bin. Und 793, das finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Und die Jungs haben das hier auch gehalten, also in der Liga geblieben. Wir sind, glaube ich, in einem Clan. Ich weiß gar nicht, ob es Free to Play war oder Totus Bande, sind wir aufgestiegen. Tatsächlich, da haben wir wirklich gut reingeballert, muss ich sagen. Ich kann es euch nur an die Hand legen. Spielt die Clanstadt, ich weiß, bis zu einem gewissen Tag habe ich gesagt, spielt die Clanstadt nicht. Jetzt sage ich, Leute, spielt auf jeden Fall die Clanstadt und ich mach mal eben ein bisschen mehr Licht, Mensch. Das ist jetzt gerade wie Livestream. Das ist jetzt gerade wie Livestream und ja, so müsste es auch passen. So, jetzt sehen wir mich wenigstens. Und deswegen kann ich jetzt nur sagen, Spiel Clanstadt. Ansonsten verpasst ihr eine ganze Menge an Erze. Denn für die Clanstadt-Medaillen hier maximal 5000 kann man eigentlich auch mal mehr machen, Supercell. Also, so dass man noch ein bisschen mehr machen kann. Allerdings kann man sie natürlich auch perfekt hier beim Händler immer ausgeben. Da hier müsst ihr aufpassen. Rocket Loons könnt ihr auch noch abholen. Ich habe allerdings auch nur noch so ein bisschen was zum Abholen. Habe noch einen Tag Zeit. Den lasse ich mir auch, weil in einem Tag und ein paar Stunden, in 23 Stunden läuft meine dunkle Kaserne ab. Ansonsten, klar, kann man natürlich, was nimmst du hier? Ein Item kann ich nicht mehr nehmen. Und dann nehmen wir hier Gold, würde ich sagen. Gold. Erstmal kostet vieles Gold. Beziehungsweise erstmal kostet vieles Elex. Das habe ich aber jetzt schon und jetzt bleiben noch 5 über. Da kriege ich nachher noch einen Gem für in 22 Stunden oder sowas. Aber wir müssen 4000 Dunkles hier sammeln. Machen wir mal. Ich hoffe, ihr habt die Clanspiele schon durch. Ich weiß es nicht. Viele Clans sind da ja immer richtig hart dabei. Allerdings, Reward einsammeln geht dann auch erst in 6 Tagen. Beziehungsweise 5 Tage und so ein paar Stunden. Aber hier jetzt Dunkles finden ist gar nicht mal so einfach. Und vor allen Dingen 4000, glaube ich, am Stück, so niedrig wie ich jetzt bin. Gerade jetzt, wo die Push-Phase so ist bei Clash of Clans, überall kannst du einloggen. 2,4, 45, das finde ich schon mal gar nicht schlecht. Ich glaube, den nehmen wir mal mit. Gerade jetzt in der Push-Phase von Clash of Clans, also du kannst bei der WM mit der App einloggen, beziehungsweise über den Supercell-Link einloggen, kannst du da
Rewards abholen, du kannst in den Store reingehen, ich weiß gar nicht, habe ich noch gar kein Video von gemacht, und dort bekommt ihr Punkte, wenn ihr etwas kauft oder wenn ihr dort Tagessachen macht. Da gehen wir mal rein. Wenn ihr dort Tagessachen macht und. Also im Moment pusht Supercell das ja ohne Ende, dass man hier bloß spielt oder dass man bloß im Spiel bleibt, so will ich es mal sagen. Und was ich jetzt nicht schlecht finde, aber es ist sehr anstrengend. Es ist sehr anstrengend. So hier und da zumindest. Und deswegen muss ich mal gucken. Ich weiß auch noch nicht, ob der Eispfeil auf so einer kleinen Quiet überhaupt so ein bisschen was bringt. Ist mir auch im Moment noch ein Rätsel. Allerdings können wir den Rocket Loon hier, glaube ich, ganz gut setzen, weil hier ist keine Luftabwehr an der Stelle. Und dann können wir hier eigentlich schon mal reingehen. 1, 2, 3, 4, 5. Und hier schon mal ein bisschen Heil werfen, so ein bisschen proaktiv hier an dem Bombentumor. 3, 4, 5. Und dann ist es ganz easy peasy unsere Base hier. Zack. Sehr schön, keine Gegenwehr oder ziemlich wenig Gegenwehr. 1, 2, 3. Ich habe aber jetzt auch kein Clanspiel, mache XX in XX, ne? Ja, ne, habe ich nicht. Okay. Eieiei. Aber die kleinen Accounts gefallen mir eigentlich nach wie vor ganz gut. Und noch viel besser wäre es, wenn ich etwas zu trinken da hätte. Aber heute ist ja mal, hier oben ist ziemlich harte Heizungsluft im Moment, weil es ja auch sehr kalt ist. Okay, damit haben wir jetzt die eine Aufgabe wieder geschafft. Jawohl, mal den Bonus auch einfordern. Und jetzt habe ich 23 Stunden 59, sollte ich aber schaffen. 7 Tage, 21 Stunden läuft das Ganze hier noch. Vorausgesetzt ist natürlich, achso, ich habe keine Raketenballon mehr. Vorausgesetzt ist natürlich, dass ich jeden Tag einlogge. So, dann können wir hier 16, 17 machen, glaube ich. 17 von denen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und 13 Magier mal mit. Ich weiß, das ist ein bisschen viel. 7 Stück von denen. Und dann haben wir immer noch was, bisschen was frei. Nehmen wir mal einen Lohn. 1, 2, 3, 4. Machen wir das so. 1, 2, 3. Und hier haben wir den Fries. Okay, den brauchen wir jetzt nicht mehr. Perfekt. Jo, da müssen wir noch ein bisschen was machen. 1555, glaube ich, wenn ich jetzt richtig gezählt habe. Ne? 1555. So. Krieg ist zu Ende. Okay, gnadenlos verloren, die Jungs hier. So, jetzt hat man eben Bonus bekommen. Jetzt müssen wir gerade gucken. 250, 1000. Ich dachte, das ist jetzt mehr, oder ist das nur die Beute? Ich dachte, das ist jetzt ein bisschen mehr, aber wir brauchen jetzt an dunklen 1555, ne? Minimum. Wenn wir das in zwei Angriffen machen, ich möchte das ganz gerne abschließen in zwei Angriffen, weil ich habe ja gesagt, 667, also aufgerundet, Punkte braucht ihr pro Tag, um die Clanspiele hier in, den nehmen wir mit, 1900, sehr schön, alles in den Bohrern, perfekt, um hier euch die 4000 Punkte zusammenzuspielen, die man ja so ein bisschen, ich will nicht sagen so ein bisschen braucht, sondern so ein bisschen manchmal so ein bisschen braucht. So, hier können wir weitergehen. Valkyren hier mit drin. Und, die X-Bögen schießen aber. Okay, die X-Bögen sind aber am Ballern hier. Alles klar, aber die sind auch noch auf 1, beziehungsweise, nee, nicht auf 1, ich glaube, die sind auf 2, ne? Das sind X-Bögen auf 2, also so weh tun die jetzt auch nicht. Rocket Loon kann ich noch nicht setzen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. 2. Und 2, 3, 4, 5. Dann nehmen wir hier unseren Gift auf ihn hier. Einmal den Rocket Loon mit da rein. Das King soll mich mal nicht abnerven da. 1, 2. Bauhütten. 1, 2. Nicht vergessen, letzte Zauber, ja, ganz easy peasy, Leute. Dann lass mal die ersten 600 Punkte hier reinspielen, würde ich sagen. Bei den anderen Accounts mache ich das dann jetzt in den Livestreams. Also es wird jetzt erstmal Clanspiele ohne Ende geben, auch nur in den Livestreams.
mit pro Tag 667 Punkte. 667 Punkte. Und wir haben hier aber nicht ein bisschen mehr bekommen, aber wir haben die Aufgabe abgeschlossen. Sehr schön. Da können wir auch nicht machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Warum geht das noch nicht auf, Leute? Weil uns noch Mauerbrecher fehlen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Passt. 1, 2, 3, 1. Nehmen wir den Gift. Wir haben noch keinen Fries. Warum haben wir eigentlich keinen Fries? Warum haben wir noch keinen Fries? Eilzauber? Oh, den brauchen wir aber. Den Eilzauber brauchen wir jetzt aber ein bisschen dringender. Das stimmt, den Eilzauber brauchen wir etwas dringender. Haben jetzt aber auch schon 150, erst 150 Punkte. Ich habe mir sagen lassen, könnt ihr das bestätigen? Ich habe mir sagen lassen, dass 600 Punkte. Ein Tag. Nur für Zerstörung von Barbaren. Dingern da. Templates. Die stehen in der Range sehr häufig außen. Weil die Leute bauen ihre Bases ja gar nicht, ne? So wie ich das hier auch nicht mache. Okay, so wie ich das auch oder nicht wirklich gemacht habe. Den hätten wir eigentlich kriegen können. Der hat noch keinen König. Wir brauchen die Königplatte, ne? Nicht den König. Königplatte, nicht den König. Das darf man nicht vergessen, da ist die Platte ein bisschen weit weg. Ich habe zwar eine Fähigkeit, ja, ich weiß, Leute, aber die könnte ich jetzt eigentlich mal nehmen. Mal gucken. Vielleicht sollte ich auch genau dafür die Fähigkeit wechseln auf die Bogenschützinnen und nicht auf den Pfeil. Denn der Pfeil ist dann an der Stelle doch nicht so prall, obwohl er den King auch einfriest. Ne? Ja, der kommt. Aber ich meine, er kommt so ein bisschen zum Ausholen. Ne? Also ein bisschen Not hat meine Queen da. Aber ich kriege eigentlich ganz easy peasy. Jetzt habe ich so unsichtbar gemacht. Platte hier und kann man natürlich auch die 667 Punkte relativ schnell, wir wollten ja die Fähigkeit wechseln. Wir wollten ja eben mal die Fähigkeit wechseln. Wie hoch geht denn der eigentlich? Hier kann ich den schon wieder einleveln, jo. Okay. Wir wollten ja die Fähigkeit wechseln, nicht das da, obwohl ich das auch machen muss mit den Unsichtbarkeitsdingen. Sehe ich jetzt gerade und die Puppies auch. Okay, ein paar Punkte habe ich noch. Allerdings würde ich eher den nehmen hier. Mach den mal eben durch. Den nehmen wir dann nachher wieder in die Clankriege. Aber jetzt ist erstmal, glaube ich, mit der Puppe ganz gut, dass wir noch ein paar Bogenschützen reinbekommen. Was, denke ich mal, nichts Schlechtes. Aber sie ist dann nicht unverwundbar. Ist dann nicht unverwundbar, ne? Ich glaube, das ist doch nicht so das Richtige. Ich könnte mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was eurer Meinung nach das Richtige ist. Denn jetzt ist sie schon am Ende, ne? Und da kommen auch nur zwei, drei raus. Okay, ja, das ist es dann doch nicht, Leute. Das ist es dann doch nicht. Dann machen wir lieber doch normal weiter. Und das ist es dann doch nicht. Stelle ich gerade fest, also die Puppe, nee, nehmen wir lieber die Unsichtbarkeit hier mit rein und den Pfeil und machen hier weiter. Okay, kann ich kaufen und manchmal pushen wir dann auch. Ich muss auch hier dringend mal so ein bisschen was raushauen und nicht nur immer sammeln. Nein, man muss auch was nutzen, aber wir machen auf jeden Fall das Clanspiel hier noch zu Ende. Ich mache aber einen kurzen Cut, bis die Truppen wieder da sind und dann machen wir noch ein, zwei Angriffe. Bis gleich. Okay, Leute, bin wieder da. Dann lass uns mal die 676 da machen. Ich muss mit dem Account ja auch noch die 1250 mal schaffen für die 450 Gems, weil mit dem Account ist es mir leider mal wieder passiert oder überhaupt auch, guck mal, der sieht ganz, ganz ähnlich aus wie ich. Mit dem Account ist es mir leider passiert, dass ich versehentliche Juwelen ausgegeben habe, obwohl ich das gar nicht wollte, weil in dem dusseligen Pass, nicht in dem Pass, sondern da beim Händler, die Juwelen immer an erster Stelle stehen und dann erst die Überfallmedaillen kommen. Und so ist es mir leider passiert, dass ich für Überfallmedaillen, für Juwelen, mir Erze gekauft habe,
versehentlich. Ist euch sicherlich auch schon passiert. Und deswegen bin ich immer noch am Sammeln. Ansonsten hätte ich, glaube ich, schon den erforderlichen oder die erforderlichen 2000 Gems hier für den fünften Bauarbeiter. Der, glaube ich, irgendwie pflichtig ist im Spiel und dann irgendwann auch der sechste, wenn man dann alt genug ist hier. Ich glaube, wir können hier ein bisschen aufräumen, denke ich mal. Haben wir noch hier eine Bauhütte und hier nochmal Flächenschaden. Ja, ganz easy peasy. Ich glaube, da ist nichts Wildes hier. Bisschen rumfarmen. Aber okay, wenn man natürlich am Ball bleiben will, dann sollte man das schon tun. Aber ich glaube, der Angriff war ganz gut. Kingplatte haben wir auf jeden Fall erwischt. Und wie es der Zufall so will, ich habe eben noch zwei Kingplatten erwischt, die wirklich ultra draußen waren. Also geht schon das Ganze. Was ich aber gesehen habe, ist, glaube ich, dass ein bisschen weniger, weiß nicht, ob ihr mir das bestätigen könnt, dass ein bisschen weniger Nachtdorf mit hinzugekommen ist. Ich bilde mal eben wieder aus. Dass hier ein bisschen weniger Nachtdorf hinzugekommen ist. Oder aber die Nachtdorf-Spiele geben nicht mehr so viele Punkte oder man kann sie nicht mehr so einfach machen. Ich kann es schlecht abschätzen. Kann mal gerade gucken. Verdiene einen Stern und gebe Machtum aber bar. Guck mal gerade. 150. Weil die sind alle schwerer hier als das, was ich habe. Die Bases sind einfach alle besser als das, was ich habe. Muss man ganz klar so sagen. Da ist dieser eine Stern echt schon schwer reinzuholen. Außer meine Barbaren gehen jetzt sofort auf die Bauarbeiterhütte. Ja, dann haben wir den einen Stern. Aber es ist schon gar nicht mal so einfach. Ihr seht das hier mit den paar Peoples hier, die ich hier habe. Im Nachtdorf geht das gerade so noch. Aber irgendwas haben die am Nachtdorf geändert hier, was die Clanspieler angeht. Hieß es zumindest am Samstag in den Livestream, dass dort nicht mehr so viele Nachtdorfaufgaben drin sind, weil viele haben sich der Clanspieler natürlich entledigt, indem sie das Nachtdorf dann exzessiv spielen. Das habe ich ja bisher eigentlich auch so mit einigen Accounts genauso gemacht. Und ich wollte jetzt gerade sagen, ist mir das gar nicht so bewusst geworden. Das stimmt natürlich nicht. Das ist mir schon bewusst geworden, aber jetzt haben wir schon 850 drin. Das reicht auf jeden Fall für diesen Tag. Jetzt muss ich natürlich jeden Tag schön einloggen und muss meine 667 Punkte hier machen, damit ich am Ende die 4000 habe, um mir die Belohnung abzuholen. Ich finde die Belohnung diesmal semi. Ich hätte mir eher gewünscht, dass hier mal eine dunkle Rune mit da drin ist, im letzten Tier hier. Und nicht wieder eine Elex-Rune. Ich glaube, Elex-Rune haben wir jetzt schon bald genug gehabt. Aber der Bauhammer ist natürlich nicht schlecht, gerade für die höheren Accounts hier, um sofort eine Defensive sollte man damit eigentlich machen. Oder ein Armeelager oder ein Labor oder eine Clanburg oder ein Rathaus. Sofort zu machen. Aber wie gesagt, ich hätte mir lieber gewünscht, dass hier eine dunkle Rune mit drin ist. Gerade wenn man Held macht, Pets macht oder noch am Forschen ist. Wenn ihr der Meinung seid, das hat euch ganz gut gefallen auf einem Montag, dann lasst mir einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen, am Kanal dranbleiben und dann sehen wir uns im weiteren Video. Ciao, ciao. Bis dahin, euer Toto. Bleibt stehen.